könnte auch, ich werfe jetzt mal einen Blick durch die Haupthalle, der Safe könnte tatsächlich in dieser Silent Hill Welt irgendwo gewesen sein. Ich sehe nicht, wo ich hinrenne. Was ist denn hier los? Wo ist denn der? Ah, da ist er doch. Jetzt hängt er an der Wand. Ja, da ist diese Tür. Okay, scheiße, das passt nicht. Oh, jetzt kostet es mich. Jetzt gehen wir die Gegner hier auf den Sack. Es gibt Zeit für euer Spielchen. Ihr seht mir zu nah dran, ich sehe nichts. Darf ich ja nichts ausprobieren, Mann! Wo kommt denn jetzt hoch? Hier oder hier? Was ist denn mit ihm? Ich sehe nichts. Oh, welche was? Dann spiele mal nur Gehör. Also doch alle erledigt, dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. Aber, guck mal da. Wir haben jetzt hier mal so ein dämliches Kreuz, ne? Das könnte doch... Aber das hat damit nichts zu tun, ne? Das ist wahrscheinlich der letzte Schlüssel, den wir hier brauchen. Hm. Probieren, probieren. Ja, ja. Okay, ich versuche mal in die Silent Hill Welt wieder zu gehen. Irgendwas. Es muss ja irgendwas damit sich auf sich schauen, dass hier unten wieder Gegner sind. Duschraum. Ja, hier waren wir ja überall. Wir gehen hoch in den Videoraum und gehen mal in diese Silent Hill Welt wieder zurück. Welt. Aber nicht wo die Küche ist, sondern wir haben das Videoband von diesem Experimentierraum. Vielleicht ist da ein Safe. Geh mal ins Archiv. Wo ist ein Archiv? Wie kommst du auf Archivpole? Ah, hier. Kapelle, Archiv. Okay, da sind wir sowieso gerade. Also auf der anderen Seite. F1. Ja, ja, okay, okay. Okay, ich gehe ins Archiv. Ich lasse mir hier gerne helfen. Ich will mich nicht stur stellen. Hat ja auch bis jetzt immer gut geklappt hier, die letzten paar Touren bei Torment of Souls im Chat. Dann probieren wir das auch mal aus. Das müsste jetzt hier gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Archiv. Mhm. Ah, hier war nur der Code für die Kasse. Nö, Pole. Bin ich hier? Ah, sorry, Red. Gerade im Chat mitgelesen. Hat leider nicht geklappt, aber vielen Dank für die 20 Spitz. Werden gut investiert in neue kleine Horror-Games. So. Wir gehen in die Silent Hill-Welt. So, das haben wir jetzt auch schon gesagt. Aber auf dem anderen Tape, das wir haben. Na, mal schauen. Jetzt müssen wir langsam was kombinieren. Wir haben auch das WD-40 und den Kerl ohne Auge. Können wir vielleicht das da in dem Kerl in das ohne Auge reindrücken? Das glaube ich nicht. Ja, ist ja kein Problem. Wir haben es ja ausprobiert. Wir müssen uns jetzt langsam rantasten. Ich drücke jetzt mal hier auf Eject.
holen das mal raus. Wir haben ja nicht umsonst noch Experimentierraum und benutzen das mal. Und dann gehen wir mal hier in den Experimentierraum wieder rein. Könnte nämlich wirklich sein, dass hier irgendwo ein Safe war, ne? Ich weiß es aber nicht mehr. Ist mal nichts Safe-mäßiges. Safe-mäßiges. Wir waren auf jeden Fall. Die haben das Bild hier nicht umsonst gezeigt und sie sagte nicht umsonst, war ich da schon einmal? Könnte auch noch diese richtige Silent Hill-Welt gewesen sein, die hier in diesem Bereich war. Nein, nee, nicht hier. Die hier in diesem Bereich war. Ich weiß aber gar nicht mehr. Wir sind hier durch den Waschraum reingekommen. Wir gehen mal hier rein. Hier war die Silent Hill-Welt. Vielleicht ist hier ein Safe. Die Spiegel, genau, genau, doch, 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 doch. Ich bin auch deiner Meinung. Ich meine, sonst tappen wir ja sowieso im Dunkeln. Was anderes bleibt uns ja gerade gar nicht über. Wir gucken, dass wir doch schnellstmöglich hinfinden. Ich glaube, dass wir hier runter durch die Kapelle, die Treppen hoch. Mutig mit ihrer Brechstange. Das müsste hier durch gewesen sein, ne? Nee. Nee, 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 nee. Wo war das? Durch die Rezeption, an der Rezeption vorbei. Ah, im zweiten Stock. Ah, deswegen muss man hoch. Haupthalle, zweiter Stock. Zweiter Stock. Deswegen waren doch die Gegner wieder gespawnt, dass man da durch muss. Okay, könnte, wird Sinn ergeben. Würde Sinn ergeben. Deswegen war oben der Gegner gespawnt. Damit die eben hier wieder an den Füßen stehen. Gar nicht mal so verkehrt, die Idee. Bin gespannt, ob der Dicke sich wieder gleich grüßen lässt. Durch den Schlüsselraum Westflügelkorridor. Das war, glaube ich, hier. War hier der Schlüsselraum? Ja. Die Intensivpflege. Würde auch passen. Da war nämlich ein Bett. Ein Krankenbett. So, geradeaus, links. Und hier können wir in diese andere Welt. Ich hole mal nochmal eine Waffe raus. Das wird mir nämlich zu unsicher. Er liegt ja auch immer noch hier. Ja, ja, ja. Gucken euch die Bettgitter an. Es ist ein Babybett. Okay. Ich glaube, wir sind nah dran. Okay. Jetzt sind wir aber hier in der Folterkammer und nicht mehr in der Silent Hill Welt. Oh, das Spiel ist auf jeden Fall spannend. Die Musik ist doch schlimm. Ich renne jetzt mal hier in den Raum 2A. Komme ich da rein? Habe ich den erledigt, der hier war? Ja, den haben wir erledigt. Die Gegner hier haben wir Gott sei Dank schon alle erledigt. Wieder mal aufgesperrt. Hier ist kein Safe. Ist der Safe vielleicht doch in der realen Welt und nicht in dieser absoluten verspiegelten Welt? Das sah mir schon ein bisschen mehr danach. Ich werfe mal einen Blick nochmal auf das Foto und guck mal, es sieht zwar noch Silent Hill Welt aus, aber ja, ne, es ist so ein Babybett hier. Ein Schrank steht in der Ecke und Papier auf dem Boden. Ich werfe mal noch einmal einen Blick hier rein.
Ah, da ist jetzt was. Bluttransfusion, hier ist eine Tür. Eine Leiche, die zuckt. Das könnte sein. Das, wir suchen den Safe. Wir haben nämlich gedacht, das WD-40. Doch. Das muss in der hier Welt sein. Beim Entbindungszimmer versuchen. Ich versuche jetzt mal noch hier. Beim ersten Spiegel im Entbindungszimmer. Können wir natürlich auch noch versuchen. Wir haben den Bereich hier noch nicht komplett abgehakt. Einmal die Augen mit offen, falls ich was übersehe. Die Musik ist schon wieder so schlimm. Krankenbetten. Wir haben Krankenbetten. Hier hängen Leichen. Aber kein Safe. Hier auch kein Safe. Und dann müssen wir die Räume nochmal absuchen. Ohne die Silent Hill Welt. Und dann haben wir den Bereich schon mal geklärt. Und dann im Entbindungszimmer, da gab es nämlich auch noch einen Spiegel. Könnte man natürlich auch noch, müssen wir sogar suchen. Aber ich glaube, hier ist nichts. Okay, es ist ein Gegner im Waschraum. Dann eine Spur. Ah! Ja, beruhig dich. Kein Safe hier. Wir gehen in diesen Raum noch einmal rein. Die drei Räume müssen wir jetzt noch einmal absuchen ohne die Silent Hill Welt. Und dann wissen wir, da ist es nicht. Aber der Gegner ist trotzdem noch ein bisschen erschrocken. Wer war's gewesen? Floku. Ah! Dankeschön für die Bits. Und den Herzinfarkt. Ich bin immer angespannt bei dem Game, ey. Die sind immer fies, die Alerts, aber ich freue mich auch. Hier im Stream, da ist er doch. Endstream, mein Guter. Merci für den Raid und herzlich willkommen zu Tormented Souls. Vielen Dank. Nur für den Alert. Ayo! Der Alert ist geil. Hier in dem Raum, das war ja das mit den Affen. Das haben wir erledigt. Und ansonsten ist hier jetzt, glaube ich, das war der Waschraum. Jetzt sind wir hier im Waschraum. Hier kommen wir nicht hoch. Und dann gibt es nur noch den Raum und dann haben wir das ab. Geräte, aber keine Stahl-Safe-Tür. Okay, dann gehen wir jetzt an den ersten Spiegel im Entbindungszimmer. Wir müssen hier jetzt alles nach und nach absuchen. Irgendwo muss es hier sein. Tinos Randomizer verlangt mir alles ab. Ich hab auch Bock, auf den Mod zu spielen. Mach ich vielleicht noch irgendwann. Hier durch, ne? Immer wieder auf die Karte gucken. Komme ich jetzt von hier aus direkt rüber? Ne, ich muss hoch durchs Ankleidezimmer. Oh, das war knapp. Mann, sie läuft dann immer zurück. Ich hasse das. Musst leiser drehen. Irgendwann kommt der da hinter dem. Der steht doch da. Oder da hängt jemand. Ach, der hängt nur da.
Na gut, dann ist ja gar nicht so schlimm. Dann häng weiter. Ich denke die ganze Zeit immer, denke immer, der springt mich an, dabei hängt er nur da. Und macht noch keinem was. Hol die Granate mal raus! Du schießt einfach nicht! Dankeschön für die Bits. Den hatten wir schon lange, ne? Oh, hier in dem Bereich waren wir wirklich auch schon ewig nicht mehr. So, wir sind jetzt hier. Wo muss ich hin? Ich muss gerade aus der Bindungsstation. War das hier eine Entbindungsstation mit dem Spiegel? Ah, alles klar, mein Guter. Kein Problem. Kenn ich zu gut. Ich konnte hier irgendwo runter und da war der Spiegel da, ne? Okay, ich kann tatsächlich wieder wechseln. Da hat der Dicke uns ja auch angefallen in dem Spiegel. Stimmt. Das könnte tatsächlich sein. Da ist der Safe. Wow, war das so knapp. Er rascht direkt aus. Mann, aber das stimmt, das ist der Raum. Geil. Sehr gut. Ah, und jetzt hauen wir hier mal den WD-40 drauf, weil das ist bestimmt ein alter Safe. Rührt sich nicht. Irgendwas. Was? Ich muss irgendwie Gewalt anwenden. Weil WD-40 drauf. Nichts passiert. Haben wir einen Hammer? Das ist zu rostig. Ah, guck mal da, die Zahnräder. Ah, oben die Zahnräder entrostet. Ist das geil, Alter, ist das geil. Sonst schon irgendwo WD-40. Ah, alles gut. Brutal, mehr. Sauber! Mein Hans! Das ist doch ein Safe. Ah, ne, das ist eine Tür, eine normale. Renn doch einfach mal hin. Konnte ich hier durch? Das war eine normale Tür, ne? Guck mal, da hinten steht er und sagt nichts. Ich gehe mal nochmal rein und raus und guck mal, ob das funktioniert. Ja, da ist der Dicke ja schon ein paar Mal verschwunden. Komisch, ist der andere jetzt auch tot. Ja, ne, holen wir uns mal die Ausrüstung. Der Dicke nochmal gelähmt. Oh ja, ich glaube, er ist weg. Geil, das funktioniert tatsächlich. Das Rein-Raus-Prinzip funktioniert tatsächlich. Scheiße, sieht die Puppe doch realistisch aus. Scheint fast so, als ob es nach der Puppe greift. Werft doch auch einen Schatten darin, oder? Ach, ich bin jetzt hier in diesen Räumen, okay.
hier bin ich nie rein. Ein Skelett siamesischer Zwillinge, am Kopf zusammengewachsen. Okay. Ansonsten habe ich... Okay, okay. Lass das Ganze mal so da stehen.